So, hallo Schloss Mainlick. Jetzt müssen wir erstmal ihn hier wieder ausschalten. So, das war der leichte Teil. Ach ja. Oh, es geht doch. Im Original Dark Souls 2 war es nämlich ja auch so, dass man jedes Mal den Ring anziehen musste, wenn man durch eins der Königstore wollte. Das Tor hier öffnet sich immer. Hi. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men, by ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested. And men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Ja, das werden wir. Aber vorher will ich kurz was gucken. Ich bin mir nämlich jetzt gerade nicht sicher. Das haben wir aber gleich. Ah ja, ich habe das Blaumond-Großschwert schon. Also ich habe mit Bernhard auf Jogo geredet. Da war ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ja, und dich kann ich einfach ignorieren, indem ich hier links vorbeilaufe. So, sie ist weg. Sie hat uns auf jeden Fall schon mal davor gewarnt, dass am Thron, dass Nashandra uns zum Thron des Verlangens, also die Königin, uns zum Thron folgen wird. Und von Vendrick wissen wir ja auch bereits, dass sie ein weiteres Fragment von Menace ist. Das vierte existierende. Also uns bekannte Fragment. Die letzten vier habe ich ja in der letzten Aufnahmesession mal kurz angekratzt. Also in jedem DLC gab es ein so ein finsteres Fragment. Bevor wir uns aber Nashandra stellen, müssen wir uns erst einmal jemand anderem stellen. Das hier wird eine sehr interessante Bosskampffolge. Und ich sage Folge absichtlich, weil wir hier drei Bosskämpfe hintereinander bestreiten werden. Bernhard of Jugo. Bladley von der alten Garde. Und Vengards Kopf. Ich hätte gerne Bernhard of Jugo. Ein Phantom wird nämlich reichen für den Bosskampf. Für den ersten jedenfalls. Mal sehen, ob ich beim zweiten sterben werde. Wir müssen uns nämlich erst einmal dem Throne Watcher und dem Throne Defender stellen. Einem eher einfacheren Bosskampf. Was wir halt, worauf wir halt achten müssen, ist, dass wir beide gleichmäßig runterprügeln. So. Weil wenn wir einen von ihnen töten, dann wird der andere ihn heilen.
Ja, und ich benutze Bernhard zum Taunten. Mehr oder weniger. Weil für was anderes ist er nicht geeignet. Genau. Autsch. Da bin ich zu unvorsichtig geworden. Ist aber kein Problem. Wir haben, wie gesagt, genug Menschenbilder. Um das Ganze einfach nochmal zu versuchen. Wir müssen halt nur jedes Mal warten, dass das Tor sich öffnet. So. Wenn es sein muss, dann müssen wir halt jeden Boss pro Etappe killen. Also wahrscheinlich bei nach diesem Boss wahrscheinlich werden wir sterben, töten dann den nächsten Boss und so weiter. Bis wir eben den letzten Boss erreicht haben. Ich will mal gerade gucken, welches Level habe ich eigentlich. 212. Bin ich von 221, was mein anderer Char geschafft hat, ja nicht mehr weit weg. Bradley von der alten Garde brauche ich nicht. Ich will Bernhard auf Hugo. Und dann den Kampf beginnen. So. Schön, wie beide auf Bernhard einschlagen. So, jetzt sind beide wieder auf mich fixiert. So, jetzt... Oh, bufft er sein Schwert. Au. So. Okay. So. Sie sind beide besiegt. Jetzt kommt Nashandra. Grave undead. You have proven yourself to me. Now, be one with the dark.
Ja, für Nashandra gibt es zwei verschiedene Arten zu erscheinen, sage ich mal. Die zweite werde ich euch auch gleich mal einspielen, dann kommen wir zum Bosskampf. Also sehen wir uns gleich wieder. Grave undead. You have proven yourself to me. Be one with the dark. So, da sind wir wieder, hoffe ich mal. Beim Bosskampf gegen Nashandra. Und sie ist eigentlich auch recht okay. Komm, stirb. Das einzig Schlimme an ihr, genau, ist das Verfluchen. Alles andere geht eigentlich, da sie sich nicht so schnell bewegt. Oh, jetzt macht sie die wieder. Die müssen wir gucken, dass wir sie zerstechen, bevor sie uns noch mehr verfluchen. Au. Oder uns ihn einfach fernhalten. So. Ihre Drucknova. So, Nashandra dürften wir sogar noch schaffen. Der nächste Bossfight allerdings könnte ein Problem werden. Wir werden es aber trotzdem versuchen. So, Nashandra ist auch besiegt. Und wir haben auch Nashandras Seele.